So, ich glaube, wir können diesmal spielen. Ich jetzt glaube, soll es glaube ich klappen, während nicht Oh gleich Gott. 2 Minuten der nächste Ladebildschirm kommt. Ja, what's up, Dudes? Willkommen Hallöchen. seit über einer Woche Pause. Das nächste Anno. Mein Kollege hier. Ja, nächste Woche der neue Patch. Update. DLC, whatever. Wann? Nächste Woche, 10. Schon? Ja, Da kommt. Botanica kommt nächste Woche. Das ist schon krass. Frachtschiff steht bereit. Expedia.de. Alles klar. Das hier war jetzt Elektra. Das ist nicht. Kann ich da die. Ey, ich muss erstmal gucken. Ich mach jetzt erstmal neu. Nein! Doch. Erstmal, das erste, was man macht, ist falsch klicken und dann neue Expedition machen. So. Ich dachte, das wäre ein Piratenschiff, das war einfach nur ein Schatten. Ah ja, apropos Piraten, die kommen ja auch wieder. Glaube. Wo Okay. sind nur meine Karten abgeblieben? Dann will ich doch einmal das Schiff benutzen. Also, der Glaube ist möglicherweise, da kommt der Lucius mal wieder mit. Lucius. Der macht das immer. Da macht er alles Geschick höchstwahrscheinlich. Geschick, 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 Geschick. 50. Erfinder der Zahnpasta. Heilkunst 30, Glaube und Redegabe, Gefechtskunde, Navigation, Kampfkraft. Was fehlt mir denn jetzt noch? Fehlt mir irgendwas? Dosenfisch. Was für ein Fisch? Dosenfisch. Ne. Doch, ich habe gerade Dosenfisch aufgehoben. Habe ich im Wasser gefangen. Das sind auch noch mal 40 Geschick und ein bisschen Kampfkraft noch. Irgendwie so ein Gefechtskunde Navigation. Jetzt habe ich glaube ich aber wirklich alles mit. Also Geschick habe ich sehr viel jetzt. Das sind schon über 100%. So viel hätte ich gar nicht mitnehmen müssen, glaube ich. Heilkunst habe ich auch 30. Glaube habe ich auch mit. Diesen Scheiß. Alter, ich habe alles, glaube ich. Ja, Heilkunst vielleicht noch. Mach diese roten Zahlen weg, das sieht so ekelhaft aus. Ja, klar. Hast du dir für dein Boot eigentlich schon ein Echolot gekauft? Ne. Das habe ich bei meinem anderen Spielstand gemacht. Das ist ein mega geil, das Teil. Das findet ihr echt alles. Das hat mir auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben vor langer Zeit. Dass es ganz gut sei. Boah, Schmuck geht ja mal richtig ab. Ja, gut, dann nehme ich jetzt noch mal Heilkunst. Ciao, ab geht's, weg. Upsala, nein, ich wollte nicht switchen. Dann haben wir das da oben. Was ist das hier? Glaube höchstwahrscheinlich. Ach, leck mich doch am Arsch. Dann mache ich erstmal Piratenjagd. Gefechtskunde und Kampfkraft. Jagdglück. Ja, dann ist das mal. Jetzt habe ich mein Lucius nicht mehr. Das ist ein bisschen scheiße. Nee, 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 nein, nee. Ach so, geht das auch? Cool. Nein, aber. Oh! Jetzt ist Chaos ausgebrochen. Jetzt drücke ich nur noch falsch überall. Nein, weg. Wieso kann man immer nur ein Schiff zuweisen für eine Expedition? Das ist auch total unlogisch. Sag mal, wo ist der? Ach, da. Kein böses Erwachen in Sicht. So, das kannst du immer machen. Ich bräuchte irgendwie noch ein drittes Schiff, aber da fehlen mir, glaube ich, dann langsam die Spezialisten. Navigation, Kampfkraft, Gefechtskunde, Navigation, Kampfkraft. Super gut.
Also Gefechtskunde habe ich jetzt schon mal 60. Kampfkraft ist auch schon mal bei 55. Navigation bei 75. Jagdglück ist klar, dann kommt der Typ mit. Hat auch nochmal Kampfkraft, super. Aber da es ja eine Piratenjagd ist, werde ich gleich wahrscheinlich auch wieder mit fucking Glaube konfrontiert werden. Ich habe 2 zoologische Expeditionen mit 3 Totenschädeln. Hast du nicht letztes Mal noch gesagt, ich bekomme keine Expeditionen mehr dafür? Ja, aber ich will doch keine mit 3. Hä? Warum? Weil ich die nie voll bekomme. Hast du so wenig Spezialisten? Ja. Zumindest ist es immer nie die richtigen. Ja, mir fehlt am Ende halt nur noch diese Glaubensscheiße und irgendwie so ein Mediziner. Das hat mir am Ende noch gefehlt. Ein Mediziner. Ja, solltest mal zum Arzt gehen. Ja, ich nicht, aber die Leute auf dem Deck. Gefechtskunde habe ich hier nochmal so viel. Was habe ich auch so schon so viel? Navigation, Kampfkraft, Gefechtskunde vielleicht nochmal. Geschick habe ich bis jetzt gar nicht, ne? Und nochmal Kampfkraft. Dann nehme ich nur. Ja! 100%, tschüss! Wir machen es, wie man es richtig macht. Wir zeigen Jenny, wie man es richtig macht. Wie sieht es bei meiner Weltausstellung aus? Ja, das stimmt, da gab es ja noch was. Achso, ich brauche jetzt Investoren dafür, stimmt. Ja. Und ich brauche Handwerker. Fehlende Waren habe ich. Aber ich glaube, diesen Öl. Öl braucht mehr Handwerker. Also Öl habe ich ja, glaube ich, damals gemacht, oder? Müsste ich hier nicht Strom kriegen irgendwann, so langsam? Ach ja, Öl, ne? Apropos Züge, fahren die alle? Warte, mein Einsatz? Magst du Züge? Ich habe jetzt schon wieder 2 dieser beschissenen Wagen hier. Wird das immer mehr, sag mal? Es mangelt an Arbeitskraft. Was denn? Ja, wenn du auf so einen scheiß Ölhafen klickst, dann siehst du da 2-mal diesen komischen Öl. Ölwagen. Hier gibt's wahrscheinlich kein Essen, ne? Nö. Fischöl habe ich so viel? Aber Bananen gar nicht. 9, 8. Gut, hier brennt einfach mal komplett alles ab. Mir wird nicht gesagt, dass es hier brennt. Finde ich gut. Hier fackelt einfach mal die komplette... Warte mal, irgendwo habe ich hier... Da habe ich eine Feuerwehr. Achso, und hier ist eine Kaffeeplantage. Die hier unten ist. Warum auch immer. Also ernsthaft. Wieso habe ich da... Also die Kaffeeplantage habe ich ja von dem Kommentar gesehen. Wo derjenige gesagt hat, hier guck mal an der Stelle bei... Die habe ich da unten rechts dann noch gesehen, wo ich dachte, hä? Was macht da eine, Kaffeeplantage? Hier sind 900 drin. Warum? Ich habe eine Aufgabe. Ich auch. Wieso kriege ich hier keine Bananen? Die Flammen sind außer Kontrolle. Schnauze. Ich kann es nicht renovieren. Hä? Es gibt mal wieder richtig schöne Schlagzeilen. Aber das Scheißspiel sagt mir auch nicht, dass es brennt. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Also irgendwie summst du doch ziemlich hart. Ich? Glaub schon. Ich hab aber keinen Stromstecker drin. Hab ich wirklich nicht. Sag mal was, Jenny. Ja, hallo. Hallo. Also ich könnte schwören, das summt da im Hintergrund. Willst du uns zuschauen? Äh,
verfickten... Hallo? Hallo. Leckt's mal wieder, oder was? Ja. Bei mir gerade nicht. Könnte gerade nichts bauen. Noch gerade im Menü drin. Jetzt höre ich das Surren auf. Siehste? Aber ich kann dir nicht sagen, an was das liegt. Jennys Headset macht nicht mehr lange. Das ist neu. Oder fast neu. Fünf Jahre neu. Das ist nicht fünf Jahre, das ist vielleicht ein halbes Jahr. Ich weiß. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Hier gibt's auch nochmal zwei Goldvorkommen, okay. Ja, aber Gold habe ich genug. Immer noch. Aber ich kann die Produktivität ja immer noch ankurbeln. Warte mal. Immer so just for fun. Wenn ich denke, hier so eine Handelskammer. Das ist 3, 4. Ja. Ich könnte mit einer Handelskammer 4 Goldminen ankurbeln. Also wenn ich Goldprobleme haben sollte, weiß ich, was ich machen könnte. Einfluss ist auch da. Wie viel Einfluss kostet das? 20. Ja, kriege ich jetzt irgendwie fucking Bananen langsam endlich mal, oder was ist los? Also ich gehe jetzt auf Expedition mit 78%. Ja so, geht doch, oder? Hm. Naja, es ist ein dreiköpfiges, werden wir dann schon sehen. Ja, wenn du einmal verkackst, ne? Und ansonsten raucht halt Schiff namens Buraki ab. Hast du jetzt das also losgeschickt? Ja, es hängt halt alles an dir. Geil, 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 ich kann nicht ja lachen, wenn du verkackst. Das wird doch definitiv nicht hinterherkommen, oder was? Aber besteht die ganze Scheißinsel eigentlich nur aus fucking Banane, ey? Habe ich nicht sogar schon Bananen hier rüber geschifft? Kautschuk und Zigarren. Spielstand gespannt. Ringelblume. Gab's hier nicht sogar schon ein Schiff, was? Ja, doch. Aber das bringt das zu Tantopia. Und hier gibt es jetzt genug Bananen, ja? Ja, stimmt. Sehr viel Bananen. Theoretisch. Also die Tantopia läuft. Hier läuft es eher nicht so. Jetzt habe ich hier zwei Bananen. Ja, ja, ja. Ich sehe immer so eine gebackene Banane, plupp, dann wieder plupp, 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 plupp. 1-0, 1-0, 1-0. 7 Bananen. Und die zweite schicke ich mit 82% los. Hättest du das nicht so machen können, dass du, ach so. Nee, weil ich da... Bei der anderen habe ich andere... bei der einen brauche ich... Bei der einen brauche ich Gefechtskunde. Glaube. Navigation und Jagdglück. Und bei der anderen brauche ich Jagdglück. Warte, was war das? Nochmal drüber schauen. Zu wenig Arbeitskräfte. Da brauche ich Geschick, Jagdglück, Redegabe und Navigation. Ja. Das einzige, was die Moral richtig anhebt, ist Sekt. Ja, das habe ich aber bei beiden mitgegeben. Bei beiden schon mitgegeben? Ja. Ja.
Also Redegabe hast du nie Probleme. Na gut, ich habe auch bei und bei ich habe so einen Brief. Den habe ich auch dabei. Wenn ich den, der ist bester Brief, der ist 40 Redegabe. Ein Brief, der 40 Redegabe hat? Ja, ist irgend so ein Freibrief, glaube ich. Aha. Wow. Also damit die Leute... Ja, die bestechst du halt, oder bestichst du halt quasi. Aha, Jenny macht's mit falscher Zunge. Ach, Quatsch. Also die Bananen kommen, glaube ich, jetzt so langsam ein bisschen hinterher. Erstmal ernsthaft. 5298. Ich habe hier 5300. 3500. Okay. Wusste ich gar nicht, dass ich hier so viel krass Beförderung... Ja, wegen dem ganzen Scheiß hier unten, ne? Ja, stimmt. Und die gebackenen Bananen werden nicht weniger. Ich erinnere mich auch gerade irgendwie so an Wilden Westen. Ich habe momentan gar keine Musik, ich habe Wellenrauschen. Ich habe Wellenrauschen, das ist deine Musik. Merkt ihr mal 15 Quarzsand und 10 Eisen. Warum? Weil ich mir ein Echolot bauen möchte. Ich kann mir keine Dinge merken. Dann Pech gehabt. Wieso hab ich Pech gehabt? Ich kann mir nur Quarzsand merken, das andere habe ich wieder vergessen. Wie viel Quarzsand? 15. Gut, dann merke ich mir das andere. Die Feierlichkeiten sind beendet. Ich bin schlau. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Das interessiert mich gerade wenig. Die Pontschuss nehmen doch auch irgendwann ab, oder? Ja, jetzt bräuchte ich doch wir eine Großküche, ne? Irgendwie. WTF. Zwei. Kriege ich jetzt die Scheiße eigentlich mal hoch wieder. 3, 2, 1, 2, 1. Es ist noch nicht vollbracht. Warte mal, die sind jetzt alle da? Oder was? Ne, einer fehlt noch. Und hier fehlt jetzt auch noch einer. Ja, kriegt ihr denn geschissen, endlich mal wieder einzuziehen? Alter, kriegt diese verfickten Bananen zustande gleich. Junge. Oh geil, gebackene Bananen. Das ist doch deine Fliege, definitiv. Nein, ich hab nichts im Ding drin. Im Kopfhörer drin. Ich wollte gerade sagen, du hast nichts im Ding drin.
Jetzt hat sie sich kurz stumm geschaltet. Hast du jetzt wieder rein und wieder ausgesteckt, oder was? Nee, ich habe nur den Knopf betätigt am Kopfhörer. Aber ich höre es immer noch. Keine Ahnung. Siehst du, dann liegt's an dir. Hast du einen Ventilator an? Nein, ich habe keinen Ventilator. Im Wohnzimmer. 90%. Disziplin ist stärker als Neugierde. Zusätzliche Ration bereitstellen und fortsetzen. So, also ich möchte jetzt auch so langsam mal wieder was anderes machen, als jetzt hier 20 Minuten lang diese Scheißrumzug anzugucken. Jetzt kommen wieder die scheiß Bananen, ich wieder nicht der oder was? Gibt's irgendwo ein Lagerhaus noch nicht? Ich glaub nicht, oder? Spielt Gronkh das Spiel nicht doch teilweise irgendwie mal in einem Stream oder so? Keine Ahnung. Ich schaue doch seine Streams nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Nee, nee. Aber er lädt ja die immer wieder hoch auf YouTube irgendwann. Auf Gronkh TV. Ja. Ja, auch das schaue ich nicht. Eiskalt, Jenny. Sie war mal ein Gronkh-Fan. Jetzt nicht mehr. Ich bin immer noch Gronkh-Fan. Ich habe gestern fast 4 Stunden Man of Medan geschaut aus dem Stream. Achso, mit den 20 Minuten Vorbereitungszeit, ja. Das sind keine 20 Minuten Vorbereitungszeit gewesen. Halbe Stunde. Das waren wirklich ohne Scheiß 4 fucking Stunden. Achso, dann hat er es nur gekattet hochgeladen. Genau. Ach was, nur was? Mit der Woman of Medan. Counter 1, Counter 2. Einfach nur lustig. Fuck you. Weg damit. Brauche ich nicht. Ach, das ist die Insel gewesen? Hä? Okay, das hätte ich vielleicht sogar doch machen können. Boah, ja. Was macht die Insel? Kakao oder was? Volles Lager? Alter, wieso habe ich so viele... Wie kommt es, dass ich so viel Einfluss habe? Wieso, wie viel hast du denn? 209. Keine Ahnung, weil du nichts ausgibst. Hallo, ich habe mein Zoo. Ja und? Muss ich wirklich gleich mal nachzählen. Ich habe auch ein Zoo. Das ist das Einzige, wofür ich es ausgebe. Wo wird denn jetzt nochmal der Kaffee hier gemacht? 11, hier. Hier nicht, ne? Nein. Eigentlich müsste ich hier... Boah, wie ich auf diese neue Welt keinen Bock mehr habe hier. Finde ich, wie seit 3 Folgen nur hier rumpimmel. Erdpimmel. Ich mein Schwarzbier. Kaffee? Wo ist Kaffee? Da, 85. Und hier gibt's keine Kaffee... Wieso gibt's hier keine Kaffeebohnen? Hä? Neue Lieferung? Ja. Bananen. Ei. Lol, habe ich noch gar kein Schiff gemacht, was die Kaffeebohnen darüber holt oder wie oder was? Hä? Zur Stelle. Ja, ich komm gleich. Aber ich hab hier nichts mit Kaffeebohnen. Wow. Corinna? Dann... Hab ich das echt so vergessen? Boah, kann man das mit Copy-Paste nicht irgendwie schneller machen? Bestimmt. Und dann dahin. War ja richtig, ne? Hier wird ja der Kaffee gemacht. Ja.
Wie viel Kaffeebohnen habe ich hier? Ich habe gar keine Kaffeebohnen und dafür aber eine Menge Kaffee. Alles richtig. Der hat natürlich Gegenwind. Hallöchen, wie man es nicht anders kennt. Ach, der Kapitän. Mein Kapitän möchte noch nichts von mir. Blut, Öl, Tränen und Schweiß. 95%. Fertig. Vorher mache ich hier jetzt wieder Piratenjagd und einen Rettungseinsatz, ne? Achso, der will nichts wissen? Nee, achso. Es ist kein Regen, solange... Darum, hoffentlich kriege ich wieder so ein paar geile Typen nach dem Rettungseinsatz. Da könnte ich nämlich bald noch ein drittes Schiff machen. Ich habe wieder Plus. Ja. Ich habe wieder Plus. Dann hat sich ja nach 20 Minuten dieses Bananenthema ja kurz mal erledigt. Warte mal, hier gab es jetzt Strom oder was? Tatsache, hier gibt's... Ah, jetzt ist der Strom da. Ja, perfekt. Okay, wenn ich jetzt hier den Strom ab... Oh Gott. Nein, bitte nicht. Boah, also jetzt schlafe ich gleich wirklich. Jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm oder was? Jo, ja, ciao. Nice.